Hallo und herzlich willkommen zurück zu TPL Season 3 mit Spieltag 2 zusammen mit Jeremy. Tag. Hallo. Tag. Wir sind zurück. Ich werde dazu gezwungen, ich werde in seinem Keller gehalten, ich werde nicht richtig gefüttert. Egal. Wir sind wieder da. Spieltag 2 gegen Successful Scissors, Levin und Dupix. Bevor wir aber zu deren Team kommen, ihr kennt es, unsere 12 Schätze. Die Monster, die heute unseren ersten Sieg holen werden, habe ich gehört. Ne? Ich darf gar nichts in dem Kampf entscheiden. Doch, ich werde immer noch in dem Keller gehalten. Esse. So, wir kommen zum Team von Successful Scissors. Ja. Jere, dieses Team ist fucking nervig gewesen, dagegen zu bauen. Wir hatten krass viele Probleme und Gedanken beim Bauen, muss ich sagen. Was halt direkt so ein Problem war halt diese Tentante mit Zapdos. Zapdos ist super stark offensiv, währenddessen halt Tentante einfach super gut defensiv ist. Wo wir halt erstmal gucken mussten, wie wir das Ding überhaupt versuchen zu breaken. Dann Beedrill ist halt das schnellste Mann im Matchup. Wir können halt, das kann halt Adamant spielen. Das ist halt für uns absolut scary. Florges ist fucking nervig und wir müssen es irgendwie wegbekommen. Crocodile ist Crocodile, das braucht man nicht sagen. Es ist einfach, oh mein Gott. Regieleki. Es ist schnell. Die Screens machen mir Sorgen, aber sonst bin ich nicht so der Fan von Mond. Besonders, weil wir halt sowas wie Nidoqueen besitzen, Blueblade. Und ja, insgesamt Konter gegen das Ding haben. Dragike ist nervig. Dragike macht nämlich Schaden, obwohl es okay gut tankt. Genauso wie Mantax. Also Mantax ist halt mit der Typenkombination zwar sehr anfällig für Elektro-Type-Attacks, aber halt insgesamt trotzdem wirklich gutes Mon mit Roost Defog-Option. Halb Null ist scheiße tanky, Mushana scheiße scary, Shedinja cooler Pick und McMortar ist eines der besten CD-Picks. Das ist definitiv cool. Mag Punch. Und deswegen, erstmal zu unten, Vater. Jeremy. Ja? Was haben wir denn alles dabei? Ups, da war der falsche. Jetzt sind wir da. Krassel? Okay, wir gehen erstmal zu Krassel. Wir gehen jetzt heute wild durch. Wir haben halt Krassel dabei. Jeremy, was haben wir denn auf Krassel? Wir haben Stealth Rocks, wir haben Stonis, wir haben Toxic und wir hatten. Richtig, Konter. Full Fist Death. Konter. Mit Leftovers Konter. Und Study. Einfach als schönen Lead. Weil Zapdos reinkommt, können wir einfach Konter drücken. So. Und hoffen, dass es stirbt. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz. Wir haben dabei Mr. Fister wieder. Mit Choice Scarf. Fire Punch, Close Combat, Thunder Punch, U-Turn. Wir haben unseren Ferrari F8 heute mit Specs dabei. Da wir den Specs tricken können. Dadurch eine Default-Option bekommen. Und Vote Switch und Vote Switch dabei haben für den Momentum und Storm und Damage raus. Dann scrollen wir nämlich hoch, weil wir haben erstmal die unteren bekommen. Dublade, Buckers, Grüße gehen raus. Sacred Sword, Iron Head, Shadow Sneak und Sword Dance. Wenn wir auf plus 2 sind, können wir sehr viel 1v1 im Gegnerteam. Twitch Fort mit Sugar Berry. Weitere Stealth Rocks Optionen, Earth Power, Sludge Wave und Thunderbolt ist alles, was wir brauchen. Full Fist Staff wieder, weil irgendwie insgesamt, wir brauchen keine Spät Staff Wall, weil das, was Spät Staff angreift, hier mit den Mons checken, die nicht Red Staff sind. Halt irgendwie weird. Kale kommt jetzt wieder. Das ist Mega Pidgeot. Heute wieder mit diesmal mit Roost U-Turn, Heatwave und Hurricane. Und kein Tailwind. Bedrock ist dabei. Die Bedrock hatten wir schon. Das heißt, ja, es waren schon alle sogar. Ah, war perfekt. Das waren alle. So, und das bedeutet, wir können gleich direkt schon mit dem Kampf starten. Wir sehen uns nach einem kleinen Part. Gleich. Guten Tag, willkommen zurück und mein Gott, ich bereue gerade, dass wir das andere Crusher-Set mitgenommen haben. Ich hab's dir gesagt. Die haben Tentante nicht dabei! Ich hab's dir gesagt. Die haben Tentante nicht dabei, sie haben Dragalk nicht dabei. Also, ich hab's dir gesagt. Es sieht okay aus. Wir gehen trotzdem mit Crusher rein, würde ich sagen. Oder? Wir haben das Feuerviech dabei. Aber dagegen können wir eigentlich mit No Queen. Ja, das ist okay. Kriegen wir hin. Also, was sagst du?
Schaffst du das eigentlich der Play, oder? Weil wir können halt immer eigentlich Rocks drücken, Konter drücken, Donut oder Toxic. Wegen. Wollen wir rein? Ja. Also warte. Bin krasse eigentlich ganz. Ich hab das Gefühl, die leaden mit Dings, mit Rabbidabbidi. Rabigado. Rabbidabbidi. Aber die Frage ist, was sollen wir dann rein da? Was ist der Konter am besten? Hält Cross ist trotzdem gut, oder nicht? Warte kurz, ich kalk mal kurz. Nein, warte, Cross ist dafür scheiße, er muss einen Counter hitten. Also gehen wir jetzt entweder mit Mr. Fister. Nee. Hä? Warte kurz, ganz kurz. Fighting Move. Krokodile macht uns gar nicht so viel und der kann uns nur Left was wegnocken. Wir können Free Toxic drücken. Gut, ich hab Cross aktiviert. Auch. Geschrieben, nur Crocs allowed. Crocs allowed. Jetzt haben wir haben sie jetzt gebaitet, weil wenn ich mit Crocs reinkomme, wird das Croc gecrockt. Weil ich Crocs anhab. Ich glaube, man kennt dich langsam mit deinen Chats. Oh Gott, ich bin nervös. Oh Gott. Okay, ich hab... Rook ist halt... Was ist der Worst Case Speed? Logis Egg. Obwohl, das können wir auch. Obwohl, Beedrill wäre auch kacke. So. Und da kommt mein Nachrichten. Ich bin heute mal so frei und ich mache meine spanische Hausaufgaben. Ja, mach das. Wir haben. Hola, amigo, wir haben sie Zeit. Beedrill kommt. Okay, Beedrill kam. Warte, nee. Das ist Doppelschwäche. Mega Beedrill. Dynamax. Stonage. Nicht Dynamax, halt die Fresse. Stonage, eigentlich. Wir können hier einen Free Stonage rausbekommen. Klar. Aber wir könnten auch jetzt hier Rocks rausbekommen. Stone Edge. Die werden wechseln. Sie werden wechseln. Warum? Warum sollten sie nicht? You sure about that? Du willst trotzdem Stone Edge drücken, sicher. Sie werden jetzt hier auf Logis gehen. Aber lass einfach da. Obwohl. Geil aus. Sicher, wir können jetzt hier auch einfach Stone Edge drücken. Aber wir können auch hier einfach auch Toxic oder Stealth Rocks drücken, weil Rocks sind halt geil, weil dann jeder. Ich will einfach Counter drücken. Nee, das wird nichts bringen. Die könnten halt. Drillrun macht nichts, oder? Was könnte Beedrill dabei haben? Let me look. Hat Beedrill irgendwas, was uns anhittet? Hat das ja manch Sachen nie. Ja, es könnte drin bleiben. Ich würde kommen, wir können. Willst du auf Stone Edge gehen? Dann lass mich wenigstens drücken. Stone Edge ist gedrückt. Okay. Ich vertraue dir. Komm, Stone Edge drücken wir. Stone Edge kommt dran. Müsste eigentlich klappen. Das wird schon. Alles. Durch die Ultra-Nock. Fuck, ist das viel. Alter. Wait, sind doch auch Käfer. Warum machst du so viel Damage? Oh, es ist gemegert. Ja, aber trotzdem. Oh, das ist. Ja, das kann der Damage. Mist. Oh, krass. Würdest du uns hart lasern? Was? Toxic. Wie du meinst, kann safe eine Pflanzenattacke, dann sind wir tot. Ja, aber. Ich hab jetzt Toxic, wie du gesagt hast. Nee, raus, also. Geh raus. Ich weiß es nicht, warte kurz. Ich guck mal kurz Lodges Move. Aber ich glaube nicht, dass jetzt. Auch hier, Energy Ball ist doch auch nur normal effektiv. Oder Giga Drain. Energy Ball.
Ja, auch nicht. Macht weniger als Moonblast, Giga Drain. Weniger als Moonblast, Spike Kick. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, was die hier drücken. Warum? Wir könnten halt jetzt hier auf Call Mind gehen. Wir haben kein Call Mind mit. Die meine ich. Die... Deswegen würde ich hier einfach Toxic drücken, oder nicht? Was? Ey, ha. Was? Double Miss. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Oh, das ist so bad. So bad für uns. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt hier? Wir können. Willst du Crustle behalten? Ich will Crustle behalten. I don't know. Ist noch schneller, jetzt wissen wir jetzt. Also wir können, wir können halt sehen. Jetzt. Warte, das, wir können es am Damage kurz gucken, wie viel die. Was die für. 44%, ne? Blunder Positiver stark. Ja, das ist ein defensives. Das, wollen wir hier auf Doublet gehen? Weiß ich, Doublet wäre eine Idee. Wir könnten hier aber auch auf Nidoqueen, da ist aber. Ja doch, Nidoqueen wäre eine Idee, aber da ist halt Psychic gefährlich. Wir empfehlen das Psychic Range mit Crustle gerade. Theoretisch. Okay, die wissen, dass wir die Bits auf Barkas, warte kurz ab. Nein! Egal, pass. Okay, Spätze Tech. Ball. Sword Dance oder? Eigentlich hier einmal Sword Dancen. Gut. Eigentlich. Ich hab grad warte, oder warte ne? Kurz. Die können. Aber warte, das Frog just hat Shadow Ball. Ne, das Frog hat kein Shadow Ball, stimmt. Wechseln aus auf Krug. Ironhead, oder? Ne, Sacred Sword! Noch plus 1, warte kurz. Es kann uns EQ'en und wir sind tot. Crocodile. Dial macht. Wenn hier Sacred eigentlich Sword. Sacred Sword drücken. Oder halt. Jetzt. Doppelberry, okay. Das ist jetzt nicht geil. Wir könnten jetzt hier raus eigen. Auf. So. Wir könnten jetzt hier überlegen, ob wir Crustle Sacken. Ferrari. Ferrari. Nee, wenn danach überhaupt. Dann gehen wir danach auf Ferrari. Aber ich überlege gerade Crustle. Knock off. Kann sogar ein Leben. Weil die werden jetzt hier mit Earthquake. Samt glaube ich, dass Crustle Sacken hier der Play ist, weil wir dann Safe Switch sowas wie Kale bekommen. Wir sacrificen jetzt Crustle. Ja, ich glaube. Weil wir brauchen Doublet noch für Shadow Sneak. Ich. True. Geht dann mal auf. Oh, warte, ich überlege gerade. Warte, wie sieht Nidoqueen aus? Nidoqueen hat halt die Sugar Berry. Aber Nidoqueen lebt halt nach der Sugar Berry. Brauchen Nidoqueen dafür. Nee, hier in Shuckle gehen. Oh Gott. Doppelberry war halt jetzt. Die beiden Misses waren so kacke. Okay, komm. Leben. Fresh. Okay. Wollen wir mal Stonish Stealth Rock probieren? Mach einfach. Rocks sind hier am besten noch. Nice, schneller. Nice, noch auf Leftovers waren weg, das war der erste Tod. So, jetzt denke ich mal, wir könnten. Das Ferrari outspeedet es vielleicht. Nee, das Ferrari outspeedet es nicht. Mr. Fister outspeedet es da. Aber wenn wir jetzt hier in Ferrari gehen. Das hat Knockoff gegen. Wir können dann einfach scannen. Wollen wir es machen? Nee. Mr. Fister, ich will Mr. Fister CC machen, um ehrlich zu sein. Warte kurz, wie viel Damage haben wir nochmal mit einem Dings gemacht? Doppelberry Sacred Sword will ich. Ich würde jetzt ein CC drücken. Warte kurz. Doppelberry Sacred Sword auf plus 1. Hat wie viel gemacht?
Das war Sacred Heart. 33% auf eben ist 33% ist. Wait, wir waren mit wem war mit wir waren ein langsamer. Warte kurz. 33% ist Full HP. Eigentlich. Wie viel Prozent Damage hat er gemacht? Blade. Knockoff. Hat 29. Legit. Ja, die sind keine Tech Invest. Die sind Jolly HP, glaube ich. Da glaube ich. Ja, wir können hier in Dings rein. Wir können hier in Video rein. Eigentlich hier einen Hurricane rausbekommen. Jetzt kann Stonehenge haben, darfst du nicht vergessen. Ja, aber trotzdem. Bella und Hurricane. Wollen wir es machen? Ja. Einmal. Darf ich drücken? Mega. Darf ich? Ich hab Mega Evo und. Oh, U-Turn! U-Turn macht kein Damage. Es gibt einen Tag. Aber es macht kein Damage. Wir sind speziell. Und halt, ich will halt das Ding eigentlich. Also ich will. Komm mal. Schau mal kurz, wie viel Damage würde ich machen. Warte kurz. U-Turn macht 22 bis 27. Und in der Mega? In der Mega. Warte, aber bevor du Hurricane drückst, ich will nur kurz gucken. Auf was könnten sie jetzt rauswechseln? Könnten auf Mac. Könnten halt auf. Nee, Beatrice stirbt hier. Zapdos. Alert, Zapdos stirbt auch an dem Hurricane. Florges hängt zwei Hurricane. Obwohl Florges ist auf wie viel Prozent? 100, ne? Weil wir es nicht toxen konnten. Das heißt, gegen Florges könnten wir halt dann. Ich überlege gerade. Könnten halt. Eigentlich müssten wir hier Hurricane drücken für jeden ein. Aber. Wenn die. Also ich glaube hier auf Florges gehen wäre der beste Move. Obwohl, warte, Mantine. Das auch. Ja, Mantine kassiert. Gut. McMortar. Passiert auch gut. Eigentlich müssten sie hier auf Florges gehen. Killen wir mit dem Hurricane. Nee, killen wir nicht. Wir tun das nicht mit dem Hurricane. Oh, also warte kurz. Borges. Wir two-hitten das Ding nicht, wenn es Full Fist-Death ist. Kann natürlich auch Full Spread-Death sein. Ich meine, wir killen es natürlich. Naja, genau. Ich habe mit Full Fist-Death gekalkt und da macht es schon wenig Schaden. Das Ding kann auch Full Spread-Death sein und dann macht es noch weniger. Ich glaube, ich gehe hier sogar. Wir sind halt langsamer und ich habe Angst, dass das Ding drin bleibt. Also sag mir so, denkst du, die wechseln hier raus? Ja oder nein? Denkst du, die wechseln hier raus? Ich habe das Gefühl, die wollen eine Stone Edge rausholen. Dann deswegen würde ich eigentlich gerne U-Turn. Warum? Dann kriegt irgendein anderes Mal Schaden. Wenn wir Hurricane drücken, ist. Also, ist es tot? Ja, wir töten das Ding, wenn wir Hurricane drücken. Überleben wir den Stone Edge. Ist egal, wir sind schneller. Das ist kein Scarf. Wir sind schneller, also wenn wir megern. Aber das Ding ist halt, ich glaube, die gehen auch raus auf Florges. Und wenn wir halt gegen Florges. Wenn wir halt gegen Florges auf Nidoqueen kommen, dann wäre halt so geil. Aber irgendwie glaube ich halt, dass. Oh, was sagst du? U-Turn oder Hurricane? U-Turn. Dann drück U-Turn. Ja. Comic Gold. Resisted. Okay, warte, den Damage können wir kalken. Das ist Full Fist Death. Sludge Wave, ne? Warte kurz. Bist du auf Nidoqueen? Perfekt, okay. Ja, bin. Alles gut. Lass mich kurz nach. 5% war's. Dann ist es 100%. Und jetzt kriegen wir hier. Haben sie einen Steep Tap dabei? Wir sind zwar physisch. Dutch Wave. Ah, wir machen mir das Dutch Wave nicht. Leftover. Wir könnten hier einmal Rocks.
Die könnten Psychic dabei haben. Das nervt mich. Ich hab das Gefühl, die switchen raus. Könnten Psychic dabei haben. Hast du Schierfor? Ja, Schierfor hast du mit einberechnet. Soll ich Sludge Wave trotzdem einfach drücken? Könnten es. Ist es besser als nichts. Ja. Entweder Sludge Wave oder Stealth Rocks. Weil ich glaube, sie haben hier Psychic dabei. Ich hab das Gefühl, die switchen wieder raus. Wenn sie Psy Shock dabei haben, ist geil für uns. Aber ich glaube, Psyshock bis. Gut. Soll ich Sludge Wave drücken? Warte kurz, ich will mal nur kurz gucken, wie. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, modest wären, ne? Ja. Will ich mal gucken, wie viel das gemacht hätte? Damit ich weiß, ob die drin bleiben gegen uns oder nicht. Jetzt komm, drück Sludge Wave. Wir sehen, ob die drin sieht aus. Ich wusste es. Okay, ist ein. Crit. Crit ist okay. Sind wir schneller? Die sind schneller. Crocodile. Wir haben eine Sugar Berry, wir würden das, glaube ich, überleben, oder? Ein EQ? Wir überleben einen EQ. Machen wir auch. Weil es auch killt, ne? Easy kills. Oh, warte, das ist voll HP, warte. Wie viel Leben hat das? 36%. 36%, das. Sie wollen auf dem Flying Mon raus switchen jetzt, ne? Ja, die wissen nicht, dass die Dings sind. Weil, obwohl wissen. Naja, sie wissen, dass wir keinen Spätz Attack haben. Die könnten denken, wir sind vielleicht Spätz Attack. Spätz Death, ne? Also für Steph sind wir halt safe so. Wissen aber nur wir. Wir könnten halt Earth Power gehen, wenn Mantine halt reinkommt, können wir halt danach. Eigentlich, also. Was macht Mantine dann gegen uns? Mantine kann Scald drücken, aber Scald macht uns nicht, wenn sie jetzt hier rauswechseln. Ja, sie zecken das. Ja, ist gut. Da wir jetzt reinwechseln, wir haben Counter dafür. Okay, wir haben kein 6-0. Strong. Kein 6-0. Egal, was jetzt rein ist, eine Counter ist. Ja. Ich mach mir halt nur Sorgen um dieses Vlogs gerade, wie wir es down bekommen wollen. Weil Dublade sieht kacke aus gerade wieder, leider. Ah, mich regt's auf, dass sie fuck. Warum haben sie nicht Tentante dabei? Ah, oh, was ist das? Dadurch, dass sie Tentante nicht dabei haben, was ist jetzt so gut? Nervt mich so unglaublich. Alter, wirklich. Halt nicht witzig. Wir müssen jetzt halt gucken, was sie erstmal da reinbekommen. Weil das Ding ist ein Full Life Nidoqueen. Das ist. Ne? Also, Beedrill. Mega. Das alleine kriegt Chip. Beedrill kann nicht reinkommen. Galar Zapdos, sagen wir mal, Bandit. Geht uns nicht und wir können den Thunderbolt rausbekommen. Wir kriegen halt Chip. Und Chip ist geil. McMortar kommt. Okay. McMortar bis. Warte kurz. Also. McMortar ist probably speziell. Das könnte ein Specs McMortar mit Psychic sein. Könnte ein Specs McMortar. Also, warte kurz. McMortar. Sagen wir mal Choice Specs mit Fire Blast Kill, das uns passt. Und mit Psychic sowieso, ne? Das. Wie viel machen wir mit Earth Psychic Power? Ist auch eine Roll. Specs. Wie viel machen wir mit Earth Power? 70 bis 84. Das ist langsam. Worth für mich. Willst du? Das wir könnten aber auch hier Rocks legen. Aber wenn du. Nein. Sicher? Das ist für mich. Ja. Dann mach. Overheat. What? Ja, das ist Specs Overheat. Das ist Specs Overheat. Das heißt, wir können jetzt hier auf. Geh mal. Wir haben keinen Ground Type mehr, ne? Wir können jetzt Free Road switchen. Wir könnten jetzt hier auf Rotom. Und da Specs gegen Specs tauschen. Können wir jetzt hier Road Switch drücken? Also ich kann nochmal kalken, ne? Wenn du willst, aber.
Das ist halt, ich hätte halt nicht gedacht, dass die Overheat spielen. Das war auch nur Roll, dass die gerade getroffen haben. Dass sie getroffen haben, ja, aber der Kid guaranteed. Halt. Aber sie können jetzt alle das Overheat drücken, ne? Wenn jetzt. Wir haben mit einem Overheat draußen, das heißt, die können halt mit Rotom Mode raus rein, wenn sie halt jetzt mit minus 2. Wir sind zwar minus 2 Specs Kills, aber wir können halt Vote Switch drücken. Sind wir schneller? Wir sind schneller, das dürfte. Wir sind genau auf MacMod. Auf Fullspeed Mac. Die sind modest. Modest, sonst hätten sie nicht. Das heißt, ich würde hier eigentlich auf Rotom gehen und einmal voten. Ach ja, obwohl wir Level nicht haben, kriegen wir Stealth Rocks. Ja, das ist halt eine Rock dabei. Eine Bodenart. So, Stealth Rocks werden von Levitate und Road Switch drücken. Hier immer. Kommen in die vor? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch, halt. Rotom selber. Aber. Ich will jetzt mit Rotom jetzt noch kein Defog drücken. Frag mich halt jetzt. Weißt du, das fucking Switch. Wir dürfen halt jetzt nur nicht in PG-Load gehen. Wir müssen halt, bevor wir in PG gehen, Rotom gehen. Die Rocks waren gut auf den. Okay, da wir hätten es besser. Ich hab Overheat nicht mit Overheat so vergessen. Ich dachte halt, wenn ich mir Fireblast. Aber Overheat macht halt nochmal. Ah, die haben nicht mal Fireblast, oder? Doch. Aber ich dachte, wenn ich mit Fireblast, das ist so ärgerlich. Weil man halt nicht mit Overheat rechnet. Gar nicht gut aus. Trotzdem das. Bin ich gegangen. Einfach damit lead. Ja. Aber wir haben uns hier. Was auf Vorzug gedrückt, oder? Ja. Vorzug jetzt. Wenn sie aber drin bleiben, gehen. Minus 2 Specs. Overheat. Bei Specs macht gegen. Pure Blades. Also, wir könnten ein Blade stacken und. Auf Ferrari. Dann könnten wir. Erstmal müssen wir überlegen, was wir machen. Wir gehen halt hier raus, aber. Die Frage ist, was ist. Deren Switch. Ich bin ehrlich, sie können halt nicht auf Mantine rausgehen. Und alles andere, in was sie reingehen, kommt halt Infernape dann rein. Eigentlich fast. Außer halt Flawgis. Flawgis kommt halt. Dings. Duke. Und. What? Ja, das ist. Oh, wait. Muss kurz das nach. Okay, kannst du bitte. Shadow Sneak. Egal was hier reinkommt, wir hitten es halt alles, ne? Sneaky. Passt. Scheiße. Wir könnten das weiter anchippen, wenn du willst, indem wir halt nochmal schippen. Dann haben wir aber nicht mehr gegen Flawless, ne? Das ist halt die Sache. Aber ich würde das sogar machen, weil wir dann jetzt hier danach wieder raus. Einfach wieder an. Also einfach Shadow Sneak. Embody Trick. Dann beides dabei. Okay, dann jetzt hier in Ferrari. Jetzt hier einfach wieder Code Switch.
So, Ferrari stirbt aber irgendwann. Ich weiß, aber ich hab grad einen. Gorgeous. Haben wir ein. Hehe. Wenn sie wieder ein Beedrill rausswitchen, weil sie. Oder eigentlich. Wenn wir. Würde Leaf Storm killen? Könnten. Oh, oh mein Gott, mir fällt. Jetzt kommt Flogges. Wenn jetzt Flogges kommt. Dann gehen wir jetzt. Ja. Oh Gott. Mr. Fester. Mr. Fester eigentlich, oder? Ja, schon. Eigentlich hier U-Turn. Aber das Problem ist, dass ich. Warte. Oh. Wir holen ja. Kale wieder rein. Wir holen Kale wieder rein. Weil wir sind auch schneller als. Ja, Quick Kale reinholen. Dem ist was ich habe. Was? Wir können hier Wish. Wir könnten jetzt hier auf Kale gehen und dann wieder raus. Oh, guck mal, die können hier einfach. Bei dem U-Turn. Ich bin echt für ein Kale. Wie viel Damage würde unser Kale dem McMortar machen? Genug, aber das Problem ist, Kale kriegt erst auf 25% Damage. Ding ist halt, wir können halt versuchen, alles anzuchippen, dass am Ende. Was ich halt mir denke, Hurricane tut dieses Lodges. Jetzt. Zu dem jetzigen Stand. Ding ist, kann aber halt Wish Protect haben. Weil das muss eigentlich nur wischen und dann tacken, dann sind wir im Arsch. Weil es kann aber auch halt Beedrill hoch. Was ich jetzt halt machen würde, wäre probably in Kale gehen, wenn sie dann wischen, in wieder in Rotom. Bitte, klingt das nach einem Plan? Also, Kale, Hurricane, Rotom. Weil jetzt hier in Turnip rausgehen bringt nichts. Dieser Toxic, hätte dieser Toxic einfach nicht gemisst. Könnten wir jetzt hier einfach Hurricane spammen? Och, es nervt mich so. Kriegen halt jetzt. Machen uns halt mit. Das auch absolut schaden, ne? Wollen wir Dings drücken? Wollen wir auf Ferrari Kale rausgehen? Eigentlich schon. Er ist hier nicht hin. Hier müssen wir eigentlich einen Hurricane drücken. Warte, wie viel Prozent haben? Ja. Es ist sogar eine Roll, ob wir killen. Aber erstmal ein Hurricane. Oder warte kurz. Wenn sie jetzt hier wischen, können wir auch U-Turn und wieder auf Ferrari. Was sagst Nein, du? Nein, ich will Hurricane. Ich okay, will Hurricane mach. Drücken. Weil Zapdos kriegt halt eine sollte gut damage kriegen und okay. So. Passt. Ich mach mir halt wegen Zapdos ein bisschen Sorgen, weil ich weiß nicht, ob ihm Zapdos. Ja, sie haben gewischt. Nochmal Hurricane bestimmt. Was? Weil wir sind schneller. Schneller, klar. Wir haben den gerade 43 gemacht. Und was kommt jetzt? Hurricane oder Wish? Protect kommt jetzt von denen. Entweder kommt ein Protect oder schneller. Sie wechseln jetzt raus aus Beedrill. Wir sind schneller. Protect hat eine Prio. Wir sind schneller, stärker. Und Protect wird jetzt missen. Ich drücke jetzt Hurricane. Kann es nicht. Das kann beim ersten Mal nicht missen. So, guck mal. Hurricane drücken? Nein, Junge, warte kurz. So. Entweder protecten sie hier oder sie wechseln halt raus. Wenn sie halt rauswechseln, heilen sie irgendeinen Mon hoch. Wir könnten jetzt halt hier auf. Ach komm, weißt du was? Das bringt halt. Guck mal, das bringt halt nichts, weil jedes Mal, wenn sie reinkommen. Wir können halt hier nur jetzt auf, wenn du willst, auf einen Dings gehen. Darauf, dass wir confusen, wenn du Hurricane spammst. Weil dann haben wir noch eine Chance, das jetzt irgendwie anders aussehen. Ding ist aber halt, sie können jetzt auch hier einfach jetzt Moonblast drücken und wir sind kacke angechippt. Ja, weil dann kommt einfach ein Beedrill rein und fickt uns. Deswegen würde ich hier eigentlich auf Ferrari rauswitchen, wenn dann Beedrill reinkommt. Ja, bringt's nicht. Fuck, wenn die halt.
könnten halt jetzt wechseln. Das ist halt. Soll ich ehrlich sein? Jere? I leave it to you. I leave the move to you. So, sie protecten? Hacken. Halt sich wieder hoch. Wir müssen hier U-Turn drücken. Willst du Hurricane Spam? Wie viel Damage will Moonblast machen? 50. Und wir two-hitten die nicht. Eigentlich müssen wir hier U-Turn drücken und dann. Mo tricken. U-Turn roter Mo und dann gegen Flodgist. Ich würde eigentlich gerne wirklich. Aber warte. Ich glaube, genau das erwarten sie nämlich. Also, dass wir rausflutschen auf jeden Fall. Können wir halt sonst machen? Wir müssen. Oder wir drücken jetzt Hurricane. Ne? Und wechseln danach auf. Aber das Trick kann protected werden. Dann müssen wir es jetzt machen. Oder? Was? U-Turn. Wie gesagt, ich würde gerne einen Hurricane drücken eigentlich. Es ist halt so schwer. Ja, ich glaube, das ist. Also mach wie du willst. Komm. Wie viel würde ein Heatwave machen? Gar nichts. Das ist kein Pflanzbuch. Confused. Es hat selber getroffen. What? Und die müssen jetzt rausswitchen, eigentlich. Wir müssen jetzt hier noch einmal Hurricane drücken. Okay, bin wieder da. Was hast du jetzt gedrückt? Was wish gar gedrückt? Nichts. Doch. Nee, ich hatte Hurricane gedrückt und der Protector einfach Confused weggemacht. Ja, aber du hast halt weiter gespammt, so. Das Ding ist, wir müssen halt jetzt hier weiter. Nein. Du hast mir einmal gesagt, wir sollen Hurricane drücken. Ja, aber ich war mir aber nicht sicher. Wir könnten jetzt halt hier wieder einfach Hurricane spammen, bis es halt alle ist. Müssen wir vielleicht. Ja, das Problem ist, unser Hurricane wurde überschrieben. Also den Confused. Bitte! Wish. Hä? Es Confused triggert nicht direkt. Sie müssen jetzt hier wieder. Warte kurz. Protecten. Sie müssen protecten. Ja, sie müssen. Ich hab jetzt Hurricane gedrückt, ne? Ja, mach. Komm, es kommt. Komm. Hit yourself. Das Problem ist, dann gehen sie halt einfach im Beedrill. Das heißt, wir müssen dann. Ja, und Beedrill ist tot. Weil wir einen Hurricane haben. Ja, aber ein bisschen langsamer. Beedrill wird reingeswitcht. Unser Hurricane ist vorher da. Nein, ich meine jetzt, wenn sie hier Protect sich selber punchen. Ja, true. Dann, weil Beedrill macht mit Poison Jab genug. Oh. Ich glaube, sie sind aber überlegen, rauszuswitchen. Ich glaube, dann ist das Risiko selber ein bisschen zu groß. Ja, müssen sie halt gucken, ne? Wir haben halt Luck mit den Confusions, die 30%, ne? Aber das ist halt auch verdient. Also, bisschen verdient ist die Confusion gerade hier. Weil, du siehst, ne? Ich bin so ein bisschen vielleicht salty. Ja, sie protecten. So, jetzt müssen wir halt hoffen, dass der Wish confused wird mit Hurricane. Jetzt ist Confusion noch da! Ja, Confusion kann nach 2 bis 3 Runden verschwinden, Jeremy. Sie ist direkt gerade nach einer Runde verschwunden. Ja, ich weiß. Trotzdem Hurricane einfach weiter. Hittet euch. Gut. Jetzt müssen sie rausrutschen eigentlich. Nee, sie sind immer noch confused. Sie müssen jetzt hoffen, dass. Hoffen werden. Okay. Jetzt müssen sie sacken oder rausswitchen. Und ich bin hier, dass wir jetzt hier. Wir können, Hurricane drücken. Wir können jetzt hier nicht. Warte kurz. Nee, wir müssen hier Hurricane drücken. Die protecten, weil wir sie dachten, sie drücken vielleicht U-Turn. Aber wir können jetzt hier weiter Hurricane. Okay. Wir haben jetzt eine Sache. Wir haben kaum noch Hurricane. Jetzt kommt Beedrill rein. So. Be yourself. Das Problem, was wir jetzt hier haben. Nee, wir haben nicht mal ein Problem. Ich glaube, wir können das. Warte kurz. Ich habe eine Idee. Okay. Give me up. Hat U-Turn a Prio? Nee. Ja. Ganz genau. Ich muss jetzt einfach Master kalten, okay? Wenn wir das opfern und Infernape gehen, können wir hier Thunder Punch drücken.
können Thunder Punch. Das Ding bekommt kein Wish mehr. Und das einzige Problem ist McMortar, was dort steht. Gegen McMortar sind wir aber mit roter Mo schneller. Bedeutet einfach, sobald McMortar reinkommt, also das, was ich mir halt denke, müssen jetzt eigentlich hier, also ich muss dich jetzt fragen. Willst du hier Rotom, ja. Willst du hier mit Rotom Moos sacken? Oder willst du hier unsere Kale sacken? Weil ich glaube, wenn Beedrill down ist, ne, gewinnen wir mit Kale. Deswegen glaube ich, dass wir halt mit dem Ferrari mehr. Das Ding ist halt, was ich halt mir denke, ne? Ich guck gerade kurz was nach mit Infernape. Infernape, CC, Hit, Beedrill. Close Combat killed Beedrill. Das Problem ist, eigentlich müssen wir Thunder Punch drücken wegen Mantine. So. Weil wenn Mantine in den Thunder Punch reinkommt, stirbt es. Full Fist Death mit einer Roll. Wollen wir Kale hier sacrificen auf Glück? Ich überlege, ob wir hier Rotom sacrificen. Weil Mantine stirbt mit Thunder Punch mit einer Roll, mit einer. Warte kurz. Achso, warte, ich hab die. So. 37% stimmt Mantine mit einer Thunder. Mit einem Thunderbolt. Mit einem Thunder Punch. Dann, also eigentlich müssen wir nur irgendwie. Solange Beedrill lebt, haben wir halt ein Problem. Wir könnten jetzt halt hier. Wenn wir hier Kale hacken, würde ich jetzt halt hier einfach Hurricane drücken. Aber ich denke, wir brauchen Kale noch. Um halt einfach, wenn dieses Galar Zapdos lebt, das tot zu bekommen. Sobald Beedrill tot ist, geht Kale durch. Sobald Beedrill tot ist. Ich würde auch Ferrari sacken. Lebt kein Hit. Weiß ein Jabcom. Jetzt gehen wir hier in. Und die wissen, wir haben. Also, das Ding ist halt. Soll ich sagen, wie sie es richtig verkacken können? Wie? Wenn sie jetzt hier in. Mantine. Wenn wir jetzt hier in McMortar gehen, weil wir müssen hier Thunder Punch drücken. Ich drück Thunder Punch. Gehen in Mantine. Wir haben die Vakambeere. Wir drücken nochmal Thunder Punch. Wir sind schneller. Ja. Wir outspeeden jetzt alles. Wir outspeeden einfach alles. Wir drücken hier Thunder Punch. Ah, hab ich schon. Ja. Falcon Punch! Ich hab Angst vor McMortar, weil. Nein! McMortar können uns. Zerstören, ne? Ist auf Flame Body. Ja. Attack. Aber wir sind ein Feuertyp. Feuertyp. Flame Body macht Attack nichts. Flame Body macht nichts. Wir sind Feuertyp. Ja. Wir haben keinen Intimidate mehr wegen Inferno. Das Ding ist halt, McMortar ist halt Thunder Punch. Lebt es halt einen eigentlich. So. Aber die dürfen halt jetzt nicht hier rein wechseln. Das ist halt das Ding. So. Dachten halt, wir müssen hier Fire Punch drücken, weil wir Jolly sind. Aber wir sind Scarf, dadurch Adamant, weil wir nicht auf Dings gekalkt haben. Wir können hier Thunder Punch drücken. Was halt jetzt deren Play wäre, wäre dann hier in Zapdos, Galar Zapdos gehen. Ne? Aber dann gehen wir einfach in Kale wieder raus, weil Kale. Ah ne, warte, das könnten sie hier gewinnen, wenn sie jetzt hier. Wenn sie das Ding jetzt hier zacken und Galar Zapdos dann gehen, dann könnten sie das. Ich glaube, das ist legit. Ich weiß halt nicht, ob es Bandit ist. Deswegen. Wenn es nicht Bandit ist. Kale. Von einem Kasten. Beide nehmen von Brave Bird 14. Oh, warte. Genau das ist es. Brave Bird 14. Und wenn. Yo. Wir bleiben auf Thunder Punch. Ja, aber das Ding ist halt, das meine ich nicht. Wovon ich rede ist halt, entweder drücken sie Brave Bird, kassieren Chip und Infernape kommt in eine Range für, könnte in eine Range für Dings kommen. Ah, warte kurz, Mega Pidgeot, wie viel Leben haben wir auf PG? 50 dann, ne? Wenn sie Brave Bird drücken, sollten sie das. Sagen wir es so. Also sie müssen das Ding hier sacken, in Galar Zapdos, Brave Bird drücken und dann.
Ich weiß aber nicht, ob sie das will. Ist gerade Zapdos. Ja, aber wir one-hitten das nicht. Ding hat gute Werte. Mit Infernape machen wir halt nicht genug Schaden mit. Deswegen drücken wir jetzt hier Thunderpunch. Erstmal. Wie sie es verkacken, sie gehen jetzt hier in Zapdos. Oder in. Wenn sie hier in Zapdos gehen, können wir halt. Weil wenn sie in McMortar gehen, können wir einfach raus auf Gale. Ah, ne, die könnten auch einfach auch jetzt hier auf McMortar gehen. Ist es sehr schwer, ich glaube, wir können das nicht mehr gewinnen. Wir dürfen jetzt halt nur nicht zu dumm spielen. I guess. Warte mal, ich muss kurz das gucken mit McMortar's Decks. Wie viel Prozent Leben haben wir gerade? Wir haben gerade 88. 88. Oh lol. McMortar Kid. Optaket mit Overheat nicht. Bedeutet, könnten sogar gegen Pentakill. McMortar darf halt nur den Fokus. Ich dachte, wir one-hitten mit dem Dings. Mit dem Thunder Punch nicht ganz, das ist das Problem. Mit dem Thunder Punch one-hitten wir einen McMortar nicht. Wir müssen jetzt hier einfach Thunder. Hast du Thunder Punch gut? Ja, hab ich. Ja, hast du. Das wissen sie halt und sie. Die könnten halt Focus Blast dabei haben oder Scorching Sand. Und wenn sie Scorching Sand dabei haben, ist eh vorbei. Das überlege ich gerade. Wenn sie halt Focus Blast müssen eigentlich. Gehen auf McMortar. Okay. Bisschen schneller, so oder so. Ja, wir können jetzt hier Thunder Punch zurück. Jetzt gehen sie aber in Zapdos. So. Wir müssen hier. Nein. Weil dann kommt Beedrill und killt einfach Kale. Wenn wir hier sterben. Sterben hier sonst. Wir müssen jetzt hier eigentlich auf Kale raus. Okay, wird das nicht überlebt. Kale kriegt noch Dings-Damage. Ja, ich weiß, Kale überlebt das auch nicht. Aber sie müssen hier. Also, vor 50%, ne? Mit Gala Zapdos. Was können sie hier drücken? Den Thunder Kick, da wir rüber halt. Ich gehe jetzt mal von Band aus, ne? Dann one-hitten sie uns eh. Dann können sie. Aber sie können halt nicht U-Turn drücken. Können halt auch nicht Stomping Tantrum drücken. Sie können aber halt. Thunderous Kick wäre eine Idee, wenn sie sich darauf locken mit Band. Weil dann gewinnen sie, glaube ich, basically. Thunderous Kick dabei haben. Ich glaube, sie haben es dabei. So oder so, wir müssen hier eigentlich auf Kagan drücken. Weil es die einzige Chance ist. Warte, wenn wir jetzt Thunder Punch drücken. Warte kurz. Ich muss kurz das nachdenken. Killt es uns mit irgendeinem Angriff. Ich muss kurz nachdenken. Mist. Killt uns, ja. Also, uns killt es sowieso. Außer sie haben halt kein Band. Aber doch, dann mit Brave Bird killen sie uns. Sagen wir es so. Brave Bird killen sie uns. Safe. Und ohne Infernape haben wir verloren. Dann müssen wir eigentlich nur Zapdos sacken, kommt Beedrill rein und geht uns einfach mit einem Poison Jab. So, wir müssen hier eigentlich in Pidgeot hoffen, dass sie einen Kack-Move haben und dann irgendwie hoffen, dass wir mit Thunder Punch kritten oder so. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir müssen hier raus auf Pidgeot. Das ist entweder ein 3-0 oder ein Sieg für uns, sage ich. Auf Pidgeot. Wir müssen eigentlich, ja. Weil ich das müsste. Sie haben sich noch nicht entschieden, Tepper. Oh Gott, das ist jetzt halt. Warum nicht? Wenn ihr Thunderous Kick dabei habt, dann gewinnt ihr das. Gott, ey. Wenn die Thunderous Kick dabei haben, dann gewinnen sie das. Wenn sie halt. Guck mal. Einzige, was sie halt jetzt falsch machen könnten, ne? Ich glaube, das, was sie halt am meisten falsch machen könnten hier. Wäre wahrscheinlich sich auf Close Combat zu locken oder zu drücken. Bei minus 1 Defense
ist eine Roll für Thunder Punch. Die wir gewinnen können. Wenn sie hier Close Combat drücken, haben wir noch eine Chance. Wenn sie halt C10 oder dabei haben. Wenn sie hier Brave Bird alleine dabei haben, reicht das. Überlegenheit, was? Gehen halt jetzt auf Nummer. Ich würde gerne noch einen Thunder Punch drücken, eigentlich. Oh fuck, warte, mir fällt gerade auf. Was denn? Würde es Thunder Punch drücken, dann sind wir aber tot. Dann haben wir verkackt. Weil dann kommt Beedrill. Das Ding ist halt, ich glaube, die gewinnen auch, wenn sie jetzt hier auf Beedrill gehen. Nein, wenn sie ganz kurz, wenn wir tot sind, Dings reinholen, sie auf Nein, ich meine, wenn sie jetzt hier auf Beedrill gehen, bei uns bleibt nichts anderes als rauszugehen, gewinnen sie das auch. Weil dann ist Beedrill gegen Pidgeot, Pidgeot stirbt und wir kommen halt mit Dings rein. Dann müssen sie nur Beedrill sacken und sie gewinnen mit Zapdos. Aber wir machen es trotzdem, weil wir können immer noch kritten. Let's fucking go. Wir sind ein Fire-Type, wir kritten das, wir gehen auf Kale. Wir kritten die zu Tode. Sind die Memories ausgesucht? Bitte drückt Close Combat. Bitte. Bitte drückt einfach Close Combat. Nicht, was das für ein Item ist. Thunderous Kick und der Kampf ist halt dead, so. Thunderous Kick, der Kampf ist dead, weil wir dann kritten müssen. So, das ist halt das Ding. Wir müssen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eh kritten. Also. Wie können sie paralyzen mit Thunder Punch? Das stimmt. Das könnte auch passieren. Und du kennst mein Glück. Du ja, wir könnten halt Kritten paralyzen. Wir müssen hier einfach auf Kale raus und dann auf Hex hoffen. So, wie dumm es auch klingt, das ist halt, glaube ich, das, was wir jetzt hier machen müssen, wenn sie kein CC. Ey, komm, wir hatten Stone Edge und Dings. Nein, wir drücken nicht Thunder Punch. Nein, nein, auf keinen Fall, Jerry. Bitte. Einfach auf Kale. Bitte. Du schuldest mir einen Döner, wenn wir Thunder Punch hätten drücken können, okay? Wenn es geklappt hätte. Wissen wir nicht, also drück. Peach ist mega und sie drücken. Ja! Los, komm. Haben wir jetzt gewonnen? Oh, nee, warte, die können jetzt hier, glaube ich, auf Beedrill raus. Wir müssen einfach. Geh bitte einfach erstmal auf Dings. Warte, sie sind live op. Geh einfach auf Mr. Fister und drück Thunder Punch. Oder warte kurz. Thunder Punch. Doch, wir müssen Thunder Punch drücken. Wir können CC spammen! Nein. Thunder Punch macht dem Zapdos zu wenig Damage. Wir müssen hier Thunder Punch drücken. Aber wenn sie jetzt hier auf Beedrill rausgehen, ist glaube ich eh vorbei. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Wir müssen hier nur Mantine oder Beedrill sacken, glaube ich. Wenn sie jetzt hier drin bleiben und das Ding sacken, dann ist vorbei. Es killt auch, also Thunder Punch würde ich hier auch killen, glaube ich. Ja, Thunder Punch killt hier minus 1. Minus 1 plus 1,2. Ach, einfach Thunder Punch spammen ist hier vorbei. Sagen wir es so, es ist zu 100% ein 2-0. Wenn wir Glück haben, mehr. Ja, sie gehen hier auf Mantine, sacken das. Gehen hier auf Zapdos. Bitte, oder paralysiere, was weiß ich, Thunder Punch. Ja! Nein! Ey, wir müssen sorry schreiben, aber. Sorry. Thunder Punch. Wir haben gewonnen. Ja! Ey. Ich kann Hacker mehr nicht schreiben. Headshot. Ja, also wie Kampf gewonnen! Wie viele Jared, du hast jetzt raus? Jared, du hast nach zwei Spieltagen drei Punkte, ne? Hä? Du hast nach zwei Spieltagen schon drei Punkte. Ich? Ja, das ist neuer Rekord. Geist! Oh mein, es tut mir so leid, aber was soll ich sagen? Ich sag doch Fire-Types kritten! Wir haben das dem Ding Weißt du, das ist der beste Starter aus der ganzen Pokémon-Reihe. Weißt du jetzt warum? Ich
ich finde persönlich immer noch Pikachu am besten. Halt die Klappe. Auf jeden Pikachu Fall. So, meine Lieben. Das war's tatsächlich mit Spieltag 2 der TPL. Wir haben gewonnen. Irgendwie. Das freut mich. Wir haben Hex bekommen. Mal. Und wir haben mich einfach im Team. Ja, ja, Jeremy im Team. Ich bereue es. Wir hatten einen Shell Smash Crossle geplant, was wahrscheinlich durch dieses Team einfach durchgegangen wäre. Wirklich. Es ist halt unglaublich, wie gut dieses Mon gewesen wäre eigentlich. Ist aber, mir aus. Diesen Toxic. Es ist halt Nebensache. Aber komm, weg da. Wir freuen uns auf nächste Woche. Lasst gerne Like, Abo, was weiß ich da. Schaut nächste Woche gerne wieder ein, wenn es heißt TPA mit Jeremy und Daner. Bis dann. Ein Part. Tschüss. Richtig.